Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und bevor ich mit Huno, den Hauptverdächtigen, rede, möchte ich erstmal noch von Paul vielleicht irgendwas über ihn herausfinden. Hey! Schauen wir doch mal. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Du hast damit nichts zu tun. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du weißt nichts darüber. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Moment. Paul ist ziemlich abhängig von Huno. Und Huno mag Esteban nicht. Ist Huno vielleicht der Auftraggeber? Und Paul war der Attentäter? Hey, du. Nee, warte mal, der Attentäter ist tot, ne? Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Ich hab da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich hab gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Oho, er schaut sich um. Was soll das werden, hm? So, jetzt ist das Wichtige, Huno, mag er ihn oder nicht? Das weiß ich leider nicht. Aber er steckt, entweder er steckt dahinter, dann will ich mit ihm gemeinsame Sachen machen, oder er steckt nicht dahinter. Wenn er nicht dahinter steckt, frage ich mich, würde er abstreiten, dass er was damit zu tun hat? Ja, natürlich, das wäre die Wahrheit. Würde er sich dann so umschauen? Ich glaube nicht. Machen wir es mal so. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Du verrätst mir erst, wer der Auftraggeber ist. Nein, ich traue dir nicht. Pass auf, die nächste Unterhaltung, die ich führen werde, ist entweder mit dem Auftraggeber oder mit Esteban. Mit wem ich rede, ist deine Wahl. Na gut, ich werde dich mit dem Auftraggeber zusammenbringen. Aber es passiert so, wie ich es sage, klar? Geh in die Kneipe und sprich mit dem Wirt. Alles Weitere wirst du von ihm erfahren. Okay, hängt der jetzt auch mit drin, oder was? Das ist ja interessant. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht die Quest mit der Lieferung von Juan verkackt. Weil den würde ich ja eh noch suchen müssen. Wegen dem Dietrich-Paket. Hey, du! Das würde ich eigentlich schon gerne noch machen. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Ach, guck mal. Wer sagt's denn? Geht doch. Jetzt bin ich aber gespannt, wer dahinter steckt. Fisk, schau mal einer an. Du steckst also hinter dem Attentat. Das Erdbeben. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Ich könnte dich an Esteban verkaufen. Und dann? Was glaubst du, wird dann passieren? Glaubst du, er gibt dir das, was du willst? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit?
Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Tja, dann habe ich jetzt die Wahl zwischen selber den Drecksjob erledigen, so wie quasi unten schon, beim Vorlager im Sumpf, oder halt auch nicht. Allerdings, Hunos Stahl und dann ein Paket voller Dietriche. Genau, die gibt's beide noch, die Quests. Die habe ich also nicht versaut dadurch. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass Fisk bei den Leibwachen drauf geht. Und deswegen würde ich gerne vorher sein Paket besorgen. Dazu staff ich erstmal wieder bis zum nächsten Morgen, damit ich wieder fit bin. Und bevor ich mich dann entscheide, ob ich Esteban umlege oder nicht, werde ich auf jeden Fall hier mit Juan reden wollen, um die beiden Pakete... Hat er überhaupt beide? Ich weiß es nicht. Hat er noch irgendwas? Nö. Diesmal hat er nichts mehr zu sagen. Nichts zu holen. Genau, da war ich schon. So, jetzt ist die Frage im Sumpf. Im Sumpf ist irgendwo Juan. Nur wo? Rechts rum bin ich schon. Da geht's hier hoch zu dem Weg in Richtung Canyon. Da war ich schon, da war die Sumpfhaie. Von daher würde ich jetzt einfach mal... Gut, ich vermute mal, wenn er sich im Sumpf irgendwo versteckt, wird er nicht irgendwo mittendrin sein, sondern irgendwo am Rand in irgendeiner Höhle. Also, vielleicht gibt es auch eine Mittelhöhle bei den Felsen oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber... Ja, vielleicht da links. Ich gehe einfach mal links rum. Mal schauen, ob ich was finde. Oder ist Juan hier draußen? Nee, Moment. Ich habe da hinten schon mal Leute gefunden. Oh, Sumpfraut. Ich habe da schon mal Leute gefunden. Aber das war nicht Juan, soweit ich mich erinnern kann. Und Sumpfkraut ist wichtig, weil... Ah, ne, Unkraut. Sumpfkraut ist wertvoll, weil ich das ja Fortuno geben kann. Und damit dann Erfahrung bekomme. Ein Sumpfhai. Ich werde mal noch eine Runde speichern. Denn die Biester sind... Ja, okay. Biester sind okay. Kann man machen. Hör auf zu blocken. Heul nicht rum, du bist ein Hai. Siehst du? Geht doch. Da speichere ich gleich nochmal. Stufe gestiegen. So, da oben gibt es leider nichts. Was mache ich jetzt auf dieser Stufe genau? Ich habe die Wahl zwischen meinen Mana endlich auf 100 bringen. Oder alternativ... könnte ich jetzt schon die Sprache der Erbauer lernen. Und damit kann ich dann... Zumindest die Einsertafel müsste ich dann lesen können. Das ist die Frage. Bogenschütze bringt mir nichts, weil ich trotzdem mache. Armbrustschütze bringt mir auch nichts. Ansonsten kriege ich 5-mal Lebensenergie. Magie hebe ich mir natürlich auf. Später. Einhandkampf bringt mir auch nichts. Stärke bringt mir ein bisschen was. Und Zweihandkampf bringt mir auch ein bisschen was. Vor allem 5-mal Lebensenergie. Das ist schon ein ziemlich gutes Argument. Vielleicht wäre es gar nicht mal so blöd, jetzt schon die erste Stufe der Erbauersprache zu lernen. Da ist nichts zu holen. Trifft sich jedenfalls gut, dass ich dafür hier ein schwerer Fisch... Okay. Ist da wieder irgendwas drin? Da ist doch bestimmt irgendwas drin, oder? 50 Gold. Ah ja, okay. 50 Gold nehme ich doch gerne. So, ich werde hier jetzt mal in Richtung nach rechts gehen, genau, Richtung Teleporter. Was ist da hinter mir? Ah, eine Ratte, okay. Ich habe hier nämlich vorhin aus dem Augenwinkel... Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe hier aus dem Augenwinkel das da erkannt. Einen Golem. Oh, noch, guck mal, noch einer. Zwei, drei Sumpfgolems. Oh, okay.
Ob da jetzt die Höhle ist oder nicht, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall nicht hingehen, fürs Erste. Weil auf Grund jetzt habe ich gerade irgendwie keine Lust. Hey, da hinten ist eine Höhle, guck mal. So, das war jetzt ein bisschen Verschwendung, der dritte Zauber auf den einen Sumpfhai. Aber aus strategischer Sicht war das trotzdem richtig, weil ich jetzt nur einen Gegner habe. Mit einem Blatt, das mir die Sicht versperrt. Na klasse, so, besser. Pilze. Gut, das hat funktioniert. Die Pilze hätte ich natürlich gerne an dieser Stelle. Wer weiß, ob ich jemals wieder herkomme. Daran erinnern werde ich mich auf jeden Fall nicht. Ob ich einen Grund finde, hier nochmal herzukommen, keine Ahnung. Also packe ich das Zeug mal lieber gleich ein. Ich will nur den Golems nicht zu nahe kommen. Nicht zu nahe treten, sozusagen. Naja, das war's schon. Das war schon zu nah. Hey, da liegt noch so ein dicker Fisch. Ach je. Dann muss ich jetzt wohl den Golem abhängen. Und das Fiese ist, für mich ist das Wasser tief, aber für ihn nicht. Grrr. Wie gemein. Wohin fliehe ich? Weiß ich nicht. Hat er abgelassen? Ich glaube. Er verfolgt mich nicht mehr, genau. Gut, Glück gehabt. Wohin geht? Keine Ahnung. Aber ich hole mir den dicken Fisch. Und dann habe ich da hinten eine Höhle gesehen. Das würde natürlich zu meiner Theorie passen. Dass Juan sich in einer Höhle versteckt im Sumpf. Ach nee, ein schwerer Ast ist das. Doch, ein Fisch. Guck mal, ein Fisch. Aber wohl nur ein normaler Fisch. Schade. Außerdem bin ich voll geheilt. Nun denn, ich brauche noch 25... Ach so, natürlich, deswegen habe ich 25 Mana gebraucht beim letzten Mal. Oder was vorhin, keine Ahnung. Weil ich dreimal gezaubert habe, aber nur einen 50er-Trank getrunken. Na klar. Deswegen, richtig. Das wäre natürlich ein Argument dafür, mein Mana zu steigern. Weil ich dann viermal zaubern kann. Jetzt sagt nicht, der hat mich schon wieder gesehen. Doch, hat er. Ja, komm, ist gut. Hör doch auf. Ja, ist gut. Und jetzt geh weg. Gut. Interessanter Baum. Doch, Luftwurzel, ne? Nennt sich das. Ah, Zupfgolem. Hau ab. Mist. Ich dachte gerade, ich könnte diese Blutfliege einfach mal mit dem Zauber ausschalten. Naja, was soll's. Ich sollte hier nicht allzu schnell sein, sonst kommt er wieder zu mir. Hey! Was? Ich brauch Mana. Bespritzen mich! Ach je. Ups. Ah, doch, hat getroffen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Da war ich wieder zu schnell mit dem Abfeuern. Ein Fisch. Schon wieder ein Fisch. Okay. Dass hier an Fischen rumliegt, ist ja unglaublich. Was ist da? Da knabbert und knurrt doch irgendwas. Goblins? Nein, eine Ratte. Könntest du bitte treffen? Ah, Mana auf kurze Distanz. Magie auf kurze Distanz. Sag mal. Komm, dann geh halt weg. Oh, was liegt denn hier? Guck mal, eine Rune. Das ist interessant. Die schaue ich mir gleich an. Sobald diese dämliche Sumpfgasrune endlich mal mich in Ruhe lässt. Jetzt schon, das ging aber schnell. So, einmal kann ich noch. Das reicht sogar, yay! Glück gehabt. So, scheiß auf die 5 Leben, Mana. Das schnapp ich mir. Schnapp sie dir alle.
Die Frage ist jetzt, was habe ich da für eine Rune gefunden? Ich hoffe immer so auf Teleport-Runen oder zumindest auf Kampf-Runen. Teleport zum Großmauer war es ganz bestimmt nicht. Was? Hä? Welche davon hatte ich denn noch nicht bisher? Ach so, eine zweite Feuerpfeil-Rune. Ach, wie, das ist ja praktisch. Nicht zu plündern. Dann kann ich das sozusagen zweimal auf einmal zaubern oder so. Nee, keine Ahnung. Was? Warum findet man hier eine Feuerpfeil-Rune? So ein Blödsinn. Das hätte ruhig was Besseres sein können. So, hier war doch gerade was. Genau, Waldbeere und Blauflieder. Feuerpfeil-Rune, so ein Unsinn. Ich meine, die werde ich jetzt halt verkaufen. Was soll's? Brauche ich nicht, habe ich schon. Ist vielleicht interessant für die, die nicht Magier werden, aber für die Magier ist das doch totaler Blödsinn. Kommt man überhaupt als Magier hierher, bevor man die erste Runde gemacht hat? Kommt man hierher, bevor man zu einer Gilde gehört? Ich glaube nicht. Und um Magier zu werden, muss man diese Rune herstellen. Das heißt, für Magier ist diese Rune hier an dieser Stelle vollkommen wertlos. Naja, was soll's. Dann ist es halt eben, naja, nicht vollkommen wertlos. Ich kann sie ja verkaufen. Kriege ich ein bisschen Geld für. So ist es ja nicht. Aber so richtig nützlich ist sie halt nicht. Außer für ein bisschen Geld. So, eine Höhle. Was befindet sich darin? Sieht wie ein Pirat aus. Blödsinn, Pirat. Bandit. Und es ist tatsächlich Juan. Wer sagt's denn? Hey, ich habe ihn gefunden. Aber. Nee, warte mal. Die Folge geht ja erst 16 Minuten. Da geht ja noch ein bisschen was. Ja, super. Dann rede ich doch mal mit dem. Aber erst den Pilz. Und den Pilz. Nicht, dass das irgendwie. Das ist keine Truhe, sondern ein Stein. Okay, alles gut. Dann speichere ich nochmal. Hey, Juan. Und ein zweiter Bandit. Wie sieht's aus? Was willst du? Hast du mir was zu sagen? Wenn nicht, kannst du direkt wieder gehen. Sonst macht mein Freund hier Kleinholz aus dir. Also, was ist? Es heißt, du hast einige interessante Waren im Angebot. Ach was. Esteban will mich wohl verarschen, was? Ich habe die ganze Arbeit und verstecke mich tagelang in diesem miesen Loch. Und er schickt einfach jemanden, der das Zeug abholt. Ich bin doch kein Lagerhaus. Ja und? Das ist nicht mein Problem. Ich mache es aber zu deinem Problem. Du willst die Lieferung. Schön. Du kannst sie kaufen. Hol dir das Gold doch von Esteban. Oder von Raven. Oder was weiß ich woher. Mir egal. Wer die Waren will, der zahlt dafür. Zeig mal, was du hast. Degen, ein klimperndes Paket mit Dietrichen und ein Stahlpaket. Ein wirklich schweres Stahlpaket. Beide kosten jeweils 300. Und ist das da der Grog, der den Piraten geklaut wurde? Du Arsch. Dich mach ich fertig. Der hat die Piraten beklaut. Ich komme nicht von Esteban. Oh, ja dann. Moment. Halt mal kurz still. Du hast da ein Viech auf der Schulter. So. Hältst du mich für dumm? Na warte, du Kerl! Ein Viech auf der Schulter, ja. Natürlich. Oh mein Gott, haut der rein. Jetzt hau doch mal... Leg dich nie wieder mit mir an. Und natürlich rennt er nicht, weil er an dem Gegner hängen bleibt. Sowas regt mich auf. Aber sowas von aufregend tut mich das. So, ich komme nicht von Esteban. Zack, 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 zack. Kennen wir schon. Und jetzt geht die Steuerung nicht. Jetzt kann ich mich nicht seitlich bewegen. Gut, dann laden wir das Ganze eben nochmal. Kann ich mich jetzt seitlich drehen? Ja, kann ich. Ich komme nicht von Esteban. Ich komme nicht von Esteban. Zack, zack, zack. Dann ziehe ich meine Magie. Gib. Warte, du Mistkerl. Okay. Das hat vorhin irgendwie besser geklappt beim ersten Mal. Aber deutlich besser. Ja, renn so schnell, wie du kannst! Ja, das tue ich doch. Ah, da liegt ein Bogen, guck mal. Jetzt verfolgen die mich ja immer noch. Grrr. Ja, renn so schnell, wie du kannst! Beide? Ja, beide hören auf. Ah, jetzt kommen sie natürlich weiter. Mist! Ich dachte, sie haben aufgehört.
Blutige, geh weg. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so impotent. Also magisch betrachtet. Habe ich hier vielleicht den Teleporter? Ja, renn so schnell wie du kannst! Ja, warte mal, hier ist doch der Teleporter, oder? Dann fliehe ich jetzt mal zu den Wassermagiern. Oder? Das Problem ist jetzt halt, wenn ich jetzt halt fliehe zu den Wassermagiern. Ich schluck mal so ein. Wenn ich jetzt halt zu den Wassermagiern fliehe, dann habe ich halt das Problem, vermutlich, dass die beiden wieder ihre volle Lebensenergie zurückerhalten. In der Zeit, macht sich hochheilen. Also werde ich die beiden halt eben nochmal schnell erledigen müssen. Dazu folge ich am besten meiner eigenen Blutspur rückwärts. Einfach vor Blut fliegen. Müsstet ihr eigentlich nicht auf Blut stehen und zum Beispiel hier, ne, das lecker aufsaugen und so? Oder warum heißen die Blutfliegen? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Warum heißen die eigentlich Blutfliegen, die Blutfliegen? Die müssen doch bestimmt irgendwas mit Blut zu tun haben. Weiß ich nicht. Sumpfgastrone ist mir gerade auch egal. Ich will Juan und seinen Kollegen. Vor allem will ich Juan. Der Kollege ist mir eigentlich relativ egal. Ach, und er ist geheilt. Na klar. So, habe ich nicht ein reines Mana irgendwo? Hier. Ich habe doch hier einen fetten Mana-Trank. Ja, ein 70er hätte eigentlich auch gereicht. Egal. Ja, renn so schnell wie ja, du kannst! Ja, das tue ich. Wo ist der andere? Weiß ich nicht. Aber Juan kann ich schon mal ausnehmen. Feldmütterich, Klepper des Paket, Stahlpaket. Hey, wo ist dein... Da ist nichts zu holen. Ah, wo ist jetzt der Grog? Warum kriege ich den Grog nicht? Den Grog hätte ich natürlich auch gerne. Ich dachte, den hätte er dabei. Den hatte er zumindest im Händlerinventar. So, und noch einer weniger. Der hat einen Grog. Oh, ein paar Dietriche, sehr gut. Dietriche finde ich gut. Davon habe ich nämlich eh chronisch zu wenig. So, und jetzt werde ich, bevor ich die Folge beende, hier nochmal schnell mich umschauen. Da ist eine Truhe. Da ist noch ein Pilz, wenn auch der falsche. Gut, ansonsten gibt es hier nichts mehr, nur noch die Truhe. Und die ist natürlich verschlossen. So, ich will jetzt lieber kein Risiko eingehen. Ich speichere mal vorher nicht, dass mir die Dietriche nicht ausreichen. Links, genau, links, zweimal links, aber nur zweimal links. Schwefelfisch, naja, okay, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich frage mich allerdings, wo jetzt der Seemannskrog hin ist. Warum er den nicht dabei hatte? Haben die den gesoffen oder was? Ah, natürlich, vielleicht hat er den getrunken, um sich zu heilen. Das kann natürlich sein. Ich meine, so ein Grog heilt ja immerhin ganze 1 Lebenspunkte. Könnte ja sein, ne? Naja, okay, vielleicht auch nicht. Nun denn, ich werde mal hier an den Golems vorbei zum Lager zurücklaufen, abseits der Aufnahme, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal im Lager, wenn ich die beiden Pakete hier abliefere, bei Huno und bei Fisk müsste das dann sein. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.